Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Heute stehe ich ausnahmsweise nicht allein vor der Kamera, sondern ich habe direkt zwei Interviewpartner mit dabei. Einmal hier unten, ich weiß nicht, ob es ganz im Bild ist. So ein bisschen, ne? Genau, und den Florian. Hi zusammen. Genau, Florian ist hier auch aus Kassel, ist ein professioneller Fotograf, der sich selbstständig gemacht hat vor wie vielen Jahren? Vor 2,5. Also ich habe 2013 habe ich meinen ursprünglichen Job aufgegeben, genau, und mich komplett der Fotografie verschrieben. Ja, perfekt. Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein, weil das ist nämlich sein Hobby gewesen. Und ja, jetzt ist er quasi hauptberuflich Fotograf. Was warst du vorher? Genau. Ich bin Maschinenbauingenieur tatsächlich, also hat überhaupt nichts mit der Fotografie zu tun. Und habe dann ja über 2 Jahre ein bisschen im Projektmanagement gearbeitet. Also ich hatte mich im Studium auf Projekt- und Qualitätsmanagement spezialisiert und habe dann in einem Konzern im Projektmanagement gearbeitet. Mhm. Ja, und hatte halt die Fotografie dann im Laufe der Zeit als Hobby für mich entdeckt. Also viele Fotografen sagen ja, oh, ich habe das schon gemacht, als ich noch nicht laufen konnte und so. Aber bei mir war das nie so. Ich fand es immer komisch, mein Opa hat fotografiert und ich habe mir gedacht, warum versteckt er sich hinter der Kamera? Und, aber irgendwann hatte mich das dann gepackt nach dem Urlaub in Rom irgendwie, weil da so viele schlechte Bilder entstanden sind. Und ich habe mir gedacht, ey, mit der Spiegelreflex, die ich mir eine Woche vorher gekauft habe, muss das besser gehen. Und dann hatte ich mir das halt alles selber beigebracht. Und genau, und so fing das Ganze dann an und hatte dann immer mehr Spaß daran, habe Freunde fotografiert und irgendwann kamen dann so die ersten Anfragen von Menschen, die ich gar nicht kannte. Also von Freunden irgendwie. Und da habe ich gedacht, okay. Und die zahlen ja auch noch ein bisschen Geld dafür. Eigentlich ganz cool. Ne? Konntest du ein bisschen neues Equipment kaufen, neues Objektiv, neue Kamera mal. Aber dann habe ich gedacht, okay, du musst das. Also ich versuche das jetzt mal, ob man das professioneller aufziehen kann. Habe dann ein Nebengewerbe angemeldet beim Finanzamt. Also ganz wichtig für alle, die das auch vielleicht überlegen, so neben dem Job, neben dem ursprünglichen Job, sich selbstständig zu machen, guckt mal in euren Arbeitsvertrag, was da drin steht, weil in der Regel braucht ihr Zustimmung vom Arbeitgeber, weil bei mir stand drin, ich darf nichts anderes arbeiten. Sonst ist das theoretisch ein Kündigungsgrund, ne? Und das kann passieren, wenn ihr das ohne Genehmigung macht. Und ich habe mir halt von meinem Chef einfach eine Genehmigung geholt, dass ich das machen darf. Und ja, und dann hatte ich halt ein Nebengewerbe und dann ging das immer so nebenher. Und bis ich dann irgendwann zu viel zu tun hatte. So ein Luxus. Genau. So, Auftragsüberschuss sozusagen. Ja, ja, was heißt, also ne, ich hatte einen normalen Job, irgendwie 40, 50 Stunden die Woche. Mhm. Und dann, also bei mir hat es dann mit dem richtigen Geld dafür bekommen, praktisch bei einem Privatkunden angefangen. Ich habe dann viele Hochzeiten fotografiert, das ging ganz gut, mit am Wochenende fotografieren und in der Woche normal arbeiten. Mhm. Irgendwann ist das natürlich echt anstrengend, je nachdem wie viel man hat, auch mit Vorgesprächen und so. Mhm. Und da war es dann 2013 so im Sommer, wo dann, da habe ich gedacht, ey, das, wenn ich das jetzt so weitermachen will irgendwie, das wird jetzt zu viel. Und dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, okay, du versuchst es jetzt. Ne? Also. Ja, sehr cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Schritt. Ja, danke. Dass wir hier jetzt 2,5 Jahre später hier sitzen und du Gott sei Dank immer noch sehr viel zu tun hast. Genau, ja. Ist ja die Bestätigung quasi, dass bisher alles richtig gelaufen ist. Auf jeden Fall, ja. Zum Thema, manche sagen, die haben das schon gemacht, seitdem sie Kinder sind oder gerade laufen konnten. Ja. Habe ich hier, das ist übrigens nicht geplant jetzt für alle Zuschauer, habe ich hier ein Bild gefunden, das, vielleicht magst du die Geschichte dazu ganz kurz erzählen. Ah, genau, also das bin ich tatsächlich in sehr, sehr jungen Jahren, wahrscheinlich so mit 4 oder 5 Jahren. Und wir waren da im Urlaub und ich hatte da so eine Ritsch-Ratsch-Kamera, nenne ich es jetzt mal, also die schon auch Bilder drin hatte und ich bin damit den ganzen Urlaub durch rumgelaufen. Also scheinbar war das da. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Es gibt das Bild, das hat mir eine Freundin, die damals auch schon im Urlaub mit war, die genauso alt ist wie ich, jetzt zum Einzug hier ins Studio geschenkt. Genau, und ja, so ist das Bild entstanden. Sie hat es wiedergefunden scheinbar und gesagt, ja, damals war schon eine Grundlage, aber ich wusste es aktiv nicht mehr, bis sie mir das Bild gezeigt hatte. Also. Das Wort Studio ist gerade schon gefallen. Wir machen jetzt gleich auch nochmal einen Studio-Rundgang. Vorher wollte ich euch nur kurz den Spruch vorlesen, der unten drunter steht. Den finde ich nämlich richtig gut. Ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht, wenn du darüber nachdenkst, sondern erst, wenn du es ausprobierst. Ja. Quasi die eloquente Variante von meinem Spruch, machen, immer machen. Ja, genau. Finde ich super auf jeden Fall. Ja. So, wir haben jetzt hier, sitzen gerade in deinem Atelier, in deinem Studio. Und ich bin selbst ja auch ein sehr neugieriger Mensch, deswegen, ich denke, meine Zuschauer sind es auch. Wir machen mal einen kleinen Rundgang und währenddessen stelle ich dir einfach noch ein paar Fragen, ja, wie gerne die einzelnen Schritte dahin jetzt wirklich abgelaufen sind sozusagen. Genau, so machen wir es. Auch gern nebenberuflich vielleicht erst oder... Ja, die in irgendeiner Form ihr Hobby zum Beruf machen wollen. Ob jetzt haupt- oder nebenberuflich.
Genau. Ist ja jedem selbst überlassen, aber finde ich auf jeden Fall super, dass du diesen Schritt gemacht hast und viele überlegen sie ja, wie sie das machen können. Wir haben auch ein paar theoretische Videos dazu, aber praktisch umsetzbare Tipps sind natürlich tausendmal mehr wert als irgendwas mit hätte, könnte, vielleicht. Genau, ja. Und dadurch wollen wir, das ist ja auch unsere Spezialisierung quasi, dass die Sachen direkt nachmachbar sind und praktisch sind und nicht nur irgendwelche Theorie-Sachen. Ja. Deswegen freue ich mich drauf und bedanke mich schon mal im Voraus von allen Zuschauern bei dir, dass wir so einen Blick hinter deine Kulissen haben. Ja, sehr, sehr gerne. Super. Ich bin auch ein begeisterter Zuschauer von dem Kanal. Ja, super. Genau, dann wo wollen wir anfangen? Ja, wir gehen einfach mal hier durch. Also wir waren jetzt hier oben, kurz für die Zuschauer, damit ihr eine Orientierung habt. Wir waren in meiner Couch-Ecke, also ne, für Meetings und zum Entspannen. Und jetzt gehen wir runter in das eigentliche Studio. Also es ist jetzt ein paar Treppenstufen runter, deswegen haben wir jetzt auch schön hohe Decken. Und kannst ja mal einen Schwenk kurz mit der Kamera machen, dass man das mal so einen kleinen Überblick hat. Ist jetzt auch kein Mega-Studio, wie es vielleicht viele denken. Oh, der hat jetzt hier 200 Quadratmeter Studio. Das habe ich jetzt nicht. Ich bin nämlich jetzt aktuell nicht so der Studiofotograf, sondern fotografiere halt lieber draußen. Und deswegen reicht das für meine Bedürfnisse hier komplett. Ich kann ja kurz sagen, was ich aktuell jetzt noch mache. Wie gesagt, für Privatkunden mache ich eigentlich größtenteils Hochzeitsfotografie. Das ist so, das, also klar, so ab und zu mal ein Porträt oder sowas, aber das ist so das Hauptgeschäft bei Privatkunden nur noch. Und spezialisieren tue ich mich gerade auch noch auf die Werbefotografie. Ne? Für Unternehmen, Imagebilder, für die Webseiten, für Broschüren, für Kampagnen, für Werbekampagnen, solche Sachen. Und dann habe ich noch ein drittes Standbein tatsächlich. Ich gebe auch noch Fotoworkshops für Einsteiger und Fortgeschrittene. Da gibt es verschiedene und ich bin auf diese drei unterschiedlichen Einkommensströme im Prinzip ja so nach und nach gekommen, weil ich am Anfang dann gemerkt habe, okay, Hochzeitssaison ist halt nur im Sommer, was machst du den Rest? Ne? Und das kann ich eigentlich auch jedem schon mal so vorab empfehlen, dass man vielleicht sich unterschiedliche Einkommensströme sucht, ne? Also dass man da die so ein bisschen ausgleichen kann, weil es gibt immer mal Schwankungen in den einzelnen Strömen, so habe ich es jetzt festgestellt, und dass man die mit den anderen einfach irgendwie so ein bisschen ausgleichen kann, denke ich, ne? Also das, ja, finde ich, ist eine super schlaue Sache. Ja. Das Witzige war, ich war schon auf seiner Webseite vor ungefähr einem Jahr oder so, wo ich meiner Freundin zu Weihnachten einen Fotokurs schenken wollte. Und er ist sehr gut gerankt für das Suchwort Fotokurs in Kassel. Genau. Und also das ist auf jeden Fall nochmal so eine Sache, die man, wo vielleicht ein, ja, jemand, der sich nebenberuflich da was aufbauen möchte und sagt, ich kenne mich in dem Bereich sehr gut aus, ich kann vielleicht gut mit Menschen umgehen, habe noch eine dritte Komponente, wie zum Beispiel die Fotografie oder ein Musiklehrer oder kann ein Instrument spielen, dass man da vielleicht jetzt gar nicht sich hier erstmal so einen Riesenraum anmietet, sondern sagt, ich möchte erstmal Workshops geben, gucken, wie das so ankommt. Mietet sich dafür zum Beispiel einen Coworking Space. Einen, genau, so habe ich es gemacht, ja. Genau, also super, super gestartet, meiner Meinung nach. Genau, ja, einfach nur um, ne, ich habe mir flexibel Räumlichkeiten angemietet, im Coworking Space hier tatsächlich, einen Seminarraum, und habe einfach mal geguckt, wie kommen diese Kurse an. Und es lief dann recht gut, und dann habe ich halt gemerkt, okay, es ist jetzt kontinuierlich, funktioniert es. Und dann habe ich erst die Entscheidung getroffen, mir ein Studio zu mieten, ne, weil ich dann eigene Räumlichkeiten hatte für die Workshops und natürlich auch für alle anderen Sachen, aber ja, am Anfang erstmal flexibel bleiben, nicht zu hohe Kosten, kann ich auch jedem empfehlen. Auch so ein weiterer Tipp würde ich jetzt mal sagen. Ich habe am Anfang auch erstmal geguckt, dass alle Kosten so gering wie möglich, weil dann reichen nämlich die Ersparnisse so lang wie möglich, wenn theoretisch nichts reinkommen sollte. Also ich habe zum Beispiel auch, als ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte ich mein Auto verkauft. Ne? Ich hatte, als ich angefangen hatte, nach dem Studium zu arbeiten, das erste Gehalt gekriegt, direkt erstmal einen Wagen auf Kredit gekauft, ne? Und dann jeden Monat natürlich die Raten, wie man das halt so macht. Und aber als dann das mit der Selbstständigkeit anfing, habe ich halt gemerkt, okay, das ist mir gar nicht so wichtig. Das ist vielleicht gesellschaftlich irgendwie so, dass man das machen muss. Man braucht ein Audi, ne, irgendwie. Und ich habe halt für mich festgestellt, nee, ich brauche das eigentlich nicht. Und kann da auch auf flexible Carsharing-Methoden oder so zurückgreifen. Ich brauche einfach nur für mich jetzt persönlich was fährt und nicht irgendwie ein Statusobjekt, und konnte halt so meine Kosten enorm senken, weil gerade, ne, so eine Autorate jeden Monat. Wenn das noch ein bisschen schicker ist, genau, ja, wird es schon mal schnell teuer. Ja, genau, also, super, also auch direkt das Risiko reduzieren, das ist, also kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe das ja auch so ähnlich gemacht. Ich hatte jetzt auch nie besonders hohe monatliche Verpflichtungen, aber darauf zu achten, dass man wirklich niedrige Kosten hat.
genau, schlank agiert sozusagen. Ja, Thema Fotokurs vielleicht, das fand ich nämlich auch eine coole Sache, statt dann irgendwann diese Seminarräume anzumieten, ist dieser Raum hier ja jetzt eigentlich eher auf normale Fotografie ausgelegt und genau, nicht als Seminarraum. Genau. Deswegen kommen wir am besten mal hier vorne hin. Ja. Sehr coole Sache und zwar, ich hoffe, ihr seht das gut, hier ist quasi die Ausstattung für 10 bis 12 Teilnehmer. Genau, richtig. Ja. Das sind 4 Tische, die Stühle dazu. Ich habe die Tische gibt es eigentlich relativ günstig im IKEA. Die sind dann auch sehr leicht, weil das tatsächlich nur so Pappmaché-Tische sind. Und die Füße mit Rollen. Also ich kann die dann flexibel hier hin und her rollen, die Tische. Und habe dann immer noch die Fläche zum Fotografieren und habe halt nicht so schwere Konferenzraumtische, wie man sie kennt, so klassischerweise, mit so schweren, massiven Beinen und massiven Platten. Und ja. Ja, super. Danke. Ja. Wie viel ungefähr diese Ausstattung gekostet hat? Jetzt lasse ich mal kurz überschlagen. Also so ein Tisch kostet, ich habe leider, also achtet bei IKEA darauf, dass ihr die richtigen Tischplatten nehmt. Ich habe nämlich die doppelt so teure mit Hochglanz, weiß. Also eine Tischplatte irgendwie 40 Euro, glaube ich, und die Beine jedes 8 und so ein Stuhl kostet, zum Glück gab es das für 30 Euro. Ne? Also es war jetzt vom Investaufwand, keine Ahnung, 400 Euro oder so 500 Euro. Ne? Also ja, relativ überschaubar tatsächlich. Also, ja, super. Das heißt, mit dem ersten Workshop ist es quasi schon amortisiert. Genau, ja. Richtig. Ja, super, auf jeden Fall. Also das ist auch eine sehr coole Sache, wie ich finde, weil man da natürlich dann auch niedriges Risiko hat. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, cool. Jetzt sehen wir hier ja, wir schwenken einmal vielleicht komplett rum. Ja. Hier stehen jetzt ungefähr so riesige Softboxen. Ja. Die anderen gesehen, ungefähr so, welche benutzen wir ja sonst auch für die Unternehmen. Zum Film, ja, genau. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch, oder hier liegt eine riesige Kamera auf dem Tisch. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch finanziell jetzt nicht so, dass man mal sagt... Genau, also teilweise kostet das natürlich ein bisschen was, wobei ich mir dann immer im Verhältnis dazu setze, was muss ich in einem Invest für andere Berufe zum Beispiel, ne? Wenn ich ein Restaurant eröffne, ist das ja hier eine Kamera für 2000 Euro Pillepalle, ne? Im Gegensatz zu nur, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro taugen Profiküche. Aber klar, es ist natürlich jetzt auch kein Pappenstiel irgendwie, dass ich es vor einem Taschengeld bezahlen kann. Bei mir war das so. Ich hatte es ja nebenberuflich gemacht und habe mir da schon das Equipment aufgebaut. Also am Anfang, ne, die ersten Aufträge, die habe ich eigentlich nur rein dafür verwendet, um das Equipment aufzustocken, bessere Kameras. So ging das eigentlich. Und ich hatte das halt so tatsächlich so geplant. Ne? Also ich hatte mir gesagt, okay, du machst dich jetzt nicht sofort selbstständig versucht, sondern du baust dir erstmal dein Equipment zum Beispiel auf. Ne? Mit dem Geld, was du mit der Fotografie verdienst, das bleibt komplett in der Firma, sage ich jetzt mal, und fürs Leben habe ich das normale Gehalt. Und habe das dann in der Firma gelassen, das Equipment aufgebaut, Rücklagen natürlich auch gebildet für den Schritt in die Selbstständigkeit, dass man da einfach Erspartes hat. Und dann ging das. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass man sagt, ich kaufe es auf Kredit und stürze mich da in Schulden, weil dann kriege ich nämlich selber die Panik. Ne? Also wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt jeden Monat, 100 Euro für die Kamera zahlen, 200 Euro für den Laptop und sowas und dann steigen ja auch wieder die monatlichen Kosten. Und wenn ich mich dann selbstständig mache, dann mache ich mich ja jede Nacht verrückt und kann nicht schlafen, weil ich gar nicht weiß, wie ich die Kosten decken soll. Und deswegen aus eigenen Mitteln finanzieren, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste. Also sollte man nicht fremdfinanzieren am Anfang. Also, ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Mir ist nach wie vor auch so, dass ich kein Fremdkapital irgendwie drin habe, dass alles organisch gewachsen ist, weil diese Ruhe und Gelassenheit einfach, also mir persönlich sehr viel wert ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, man kann auch mit mittlerer Oberklasse obere Mittelklasse, wollte ich eigentlich sagen, Equipment kann man schon sehr gute Fotos machen. Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Also ich habe jetzt, ich fotografiere mit Nikon-Kameras, falls jemand zusieht und sich da ein bisschen auskennt, da gibt es das Top-Modell kostet, ich glaube, 6.500 Euro oder so. Ich fotografiere aber mit einem Modell, was 2.000 Euro kostet. Was aber für mich völlig ausreichend ist, von den Funktionen perfekt für mich ist. Und da muss man natürlich gucken, was halt für seine Bedürfnisse gut ist. Und da muss man nicht einfach das Top-Modell nehmen, sondern ja, gucken, reicht mir das denn auch? Oder ich habe zwei Kameras. Hatte überlegt, dass ich zweimal die gleiche Kamera kaufe für 2.000 Euro. Habe aber dann mir überlegt, okay, ich kaufe halt die Mittelklasse für 2.000 Euro und dann gibt es noch eine untere Mittelklasse für 1,3 und habe die als Backup-Kamera genommen. Die ist ähnlich, die hat ein paar Features weniger, die mich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich im Alltag interessieren. Vor allem ist es ja auch eine Backup-Kamera und so habe ich halt, ich sag mal, 700 Euro gespart und da muss man ja nicht unglaublich investieren, sondern einfach auch mal ein bisschen smarter rechnen und gucken, dass man nicht unglaublich viel Geld ausgibt, sondern einfach mit gucken, okay, die andere Kamera bringt mir eigentlich genau das Gleiche fast und dann spare ich halt lieber 700 Euro. Ja, klar, das macht natürlich dann auch Sinn, da zu gucken, was
was Sinn macht. Und genau, ja. Ja, ja. Ist ja leider so ein, also ich kenne es aus der Fotografenszene, so ein Fotografenproblem, dass viele immer ganz viel teures neues Equipment brauchen, aber eigentlich braucht man das gar nicht zum Bilder machen, ne? Sondern man kann auch mit älteren Kameras oder älteren Objektiven sehr, sehr gute Bilder machen. Und dass man, aber das ist natürlich wie in jedem anderen Geschäft auch. Ne? Also, keine Ahnung, es gibt bestimmt auch viele Geschäftsmodelle, die eure Zuschauer haben, die dann sagen, oh, ich brauche erstmal das und das und das dafür, bevor ich starten kann. Ja, aber das stimmt nicht. Ne? Also einfach machen, ne? Hatten wir eben schon mal. Also, ja. Dass man auch mit, ich sag mal, dem, was man hat, einfach versucht anzufangen und damit Geld zu verdienen. So war es bei mir auch. Ich hatte nicht so die Mega-Ausstattung, aber einfach erstmal gemacht. Ne? Und das ist das Wichtigste, denke ich. Ja, denke ich auch. Dadurch bekommst du auch wieder Erfahrungen, Referenzen, wirst vielleicht öfter mal empfohlen und hast dann vielleicht eine Auftragslage, wo du weißt, ich habe jetzt 5 Hochzeitstermine. Ja. Die Kamera ist nach diesen 5 Terminen vielleicht schon komplett davon abbezahlt. Genau, richtig, so. Ja. Das ist natürlich total, aber ich finde es sehr sinnvoll auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Stichwort Fotobearbeitung und so weiter. Wollen wir ganz kurz oben in den Raum gehen, ins Büro, sag ich mal, oder in den Bearbeitungsraum? Ja, der ist zwar nicht aufgeräumt, aber. Genau. Da ist der Hund. Genau, hier ist der Hund. Gut. Jetzt kommt unser Kameramann nicht mit. Unser Kameramann mit dem Spinnenbein. Okay. Ja gut, dann bleibt er vorne stehen. Man sieht es vielleicht. Ich glaube, er müsste andersrum schwenken. Ja. Das Ding. Also ist alles live. Okay. Ich kann das hier auch einfach mal ein bisschen hoch machen. Na, dann kommt er besser durch. Andersrum, ja. Also, liebe Zuschauer, das ist wie gesagt alles live. Live und in Farbe. Jetzt kannst du ein Stück reinkommen noch und hier so rüber schwenken, wenn du magst. Genau, also im Prinzip, das ist der Hauptarbeitsplatz von mir. Ihr seht ein bisschen Chaos gerade, ein bisschen unaufgeräumt, aber gut. Ja, ich habe einfach auch nur ein normales MacBook Pro ist es zum Bilder bearbeiten. Das reicht mir. Und keine Ahnung, man kann aber auch mit günstigeren Rechnern mit Sicherheit Bilder bearbeiten. Das ist jetzt auch schon 2,5 Jahre alt. Manchmal dauert das dann auch ein bisschen länger, das ärgert mich. Aber ist halt auch immer die Frage, ja, wenn ich ein neues kaufe, bis 2.000 Euro weg. Ne? Und brauche ich das wirklich? Dass man da auch ein bisschen abwägt. Klar, also ich bin so ein Technik-Nerd. Persönlich würde ich sagen, ich brauche jetzt unbedingt Neues, aber geht nicht ähnlich. Ja. Aber man macht es dann doch nicht, was man nicht unbedingt Sinn macht, weil der Mehrpreis vielleicht nicht unbedingt die Mehrleistung rechtfertigt. Ja, richtig. Kurze Sache noch vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer, der jetzt fragt, okay, finde ich interessant, ich will mich da vielleicht ein bisschen weiter fortbilden. Florian hat auch einen YouTube-Kanal, in dem es um Fotografie und Bildbearbeitung auch geht. Genau, richtig. Ja. Der heißt einfach Florian Eisermann. Einfach mal bei YouTube eingeben, ist auch nochmal verlinkt unten in der Kommentarbox, beziehungsweise oben in der Ecke. Ja. Genau, richtig. Da gibt es also auch, was ich ganz cool finde, ein Format PS in One oder so heißt es. Genau, richtig. Photoshop in einer Minute, also Hashtag PS in One. Da gebe ich ganz kurze Quick-Tipps zu Photoshop, einfach ein paar Shortcuts oder wie ihr Sachen schnell machen könnt in Photoshop. Die ist irgendwie letztes Jahr ganz gut angelaufen und die kommen jetzt regelmäßig. Und genau. Ja, das finde ich auch gut, vielleicht auch aus marketingtechnischer Sicht. Da kann man sich natürlich noch mehr als Experte positionieren, wenn man nebenbei... Wenn man nebenbei noch so einen Kanal hat zum Beispiel, gibt natürlich auch den ein oder anderen Suchmaschinenvorteil. Auf jeden Fall, ja. YouTube ist ja die Mega-Suchmaschine irgendwie neben Google, ne? Also oder ist ja Google, aber da suchen ja auch sehr viele. Ich kenne es ja von mir. Genau. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema, weil das interessiert bestimmt auch viele. Wie bekommst du neue Kunden? Das ist ja so wahrscheinlich die größte Angst, die jetzt jemand, der gerade zusieht, hat. Ja, okay, dann mache ich den Schritt und wie kriege ich dann meinen ersten Auftrag? Genau. Habe ich mir tatsächlich schon, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, Gedanken zugemacht. Also ich hatte mir dann auch, also als die ersten Aufträge kamen, ich das Nebengewerbe angemeldet hatte, hatte ich mir dann Gedanken gemacht, okay, wie kriegst du jetzt noch mehr? Ne? Also das war dann so, dann habe ich festgestellt, okay, scheinbar ist ja meine Arbeit so gut, dass die Leute Geld dafür bezahlen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann sehen die gar nicht den großen Unterschied wahrscheinlich zwischen mir und jemandem, der das anders macht oder schon länger oder in meinen Augen besser, weil aus Fotografensicht sehe ich dann natürlich Details, die der Endkunde gar nicht vielleicht sieht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du was tun in der Weiterbildung für Marketing. Und dann habe ich mich mit allen möglichen befasst irgendwie und bin dann eigentlich relativ schnell darauf gekommen, für mich persönlich lokal
Google-Optimierung zu machen. Also SEO-Optimierung habe ich gemacht für meine Hochzeitsfotografie und habe dann mich nur damit weitergebildet. Also ich habe dann relativ wenig fotografiert und das meiste im Nebenberuf, neben meinem normalen, habe ich dann tatsächlich in diese Google-Optimierung erstmal gesteckt. Und das ging dann relativ schnell und so finden mich sehr, sehr viele Kunden tatsächlich oder am Anfang auch oder auch Kunden, die gar nicht hier aus der Region kommen, aber hier dann vielleicht einen Fotografen brauchen, die googeln ja eh immer und genau so hat es angefangen. Und mittlerweile ist es nicht nur darüber, sondern natürlich auch über Empfehlungen. Also macht eure Kunden glücklich, dann empfehlen sie euch auf jeden Fall weiter. Mhm. genau, aber wie gesagt, am Anfang hat mir Google sehr gut weitergeholfen. Für die Hochzeitsfotografie. Bei den anderen Bereichen ist es ein bisschen anders. Wobei für Fotokurs hast du eben schon mal angesprochen, dass ich da auch oben ranke. Das hilft da auch. Da habe ich aber tatsächlich mit Facebook-Werbeanzeigen recht gute Erfahrungen am Anfang auch gemacht. Da kann man ja sehr gut einschränken und habe dann da einfach Fotografie-Interessierte im Umkreis Kassel 50 Kilometer und darauf nur Anzeigen geschaltet. Und ich hatte auch mal für diese Fotokurse am Anfang, wo ich noch nicht so hoch war bei Google, Google AdWords probiert. Mhm. Hat auch so ein bisschen funktioniert, aber ich fand halt den Klickpreis im Verhältnis zu Facebook war halt... Ja, echt sehr, sehr hoch. Ne? Und bei Facebook habe ich für mich festgestellt, kann ich es besser platzieren und hat für mich persönlich besser funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es für jedes Business natürlich so funktioniert. Ne? Also, aber genau, also mit solchen Sachen habe ich mich dann tatsächlich auch nur beschäftigt. Und ihr seht, das ist alles generell, was man für alle Unternehmen benutzen kann. Und nur weil ich jetzt Fotograf bin und ab und zu mal ein Foto mache, heißt das nicht, dass ich den ganzen Tag fotografiere, sondern ich beschäftige mich halt wie alle anderen Unternehmer auch genau mit dem gleichen Kram. Ne? Also mit Facebook-Werbung, Google AdWords, Google SEO und Mundpropaganda. Ja, also leider ist es nicht nur Fotografie. Aber das wäre ja auch gut. Genau. Der Wunschtraum, jeden Selbstständigen nie mehr Werbung machen. Genau, richtig. Ja, cool. Aber das ist ja schon mal wieder eine sehr gute Methode, so einen klassischen Beruf, sag ich mal, mit neuen Technologien zu kombinieren. Genau, richtig. Ich denke mal, das ist vielleicht auch ein Stück weit dein Vorteil gegenüber Alteingesessenen, die das richtig, ja. Als Hauptberuf direkt nach ihrer Ausbildung selbstständig gestartet haben. Genau, ja, genau. Wobei, wo wir gerade bei klassisch sind, im Werbekundenbereich habe ich festgestellt, dass weder das eine noch das andere für mich funktioniert. Da funktioniert tatsächlich für mich klassischerweise auch Netzwerken wirklich. Ne? Also wen kenne ich in Firmen, wie komme ich an die ran, gibt es Netzwerktreffen, sowas. Ne? Also es gibt verschiedene Clubs, Interessenvertretungen, die man besuchen kann, Veranstaltungen, keine Ahnung, ne? Wenn ihr eure Zielgruppe Ärzte sind, dann geht ihr auf einen Ärztekongress oder versucht da irgendwas zu machen. Oder keine Ahnung, bei Xing gibt es ja auch immer Netzwerktreffen, solche Sachen. Und das hat in diesem Bereich da für mich am besten bisher funktioniert tatsächlich. Also das hatte ich auch, weil ich habe gemerkt, dass die bei Google da nicht so viel suchen irgendwie danach. Und deswegen, ja, also da muss man halt für jeden Geschäftszweig, glaube ich, auch nochmal separieren, was am besten funktioniert. Das musste ich auch erfahren, einfach und ausprobieren. Ja, wieder der Spruch von vorhin, ne? Genau. Ja, super. Ja. Was war denn so deine größte Hürde sozusagen während dem, in dieser Zeit, wo du gesagt hast, wo du dir überlegt hast, ich möchte jetzt das hauptberuflich machen. Da ging es wahrscheinlich auch nicht nur dauernd berghoch und du hast wahrscheinlich auch nicht direkt nach dem ersten Tag ein neues Konto eröffnen müssen, weil das erste total voll war. Nee, leider nicht. Das war so die größte Hürde. Also, für mich persönlich die Hürde war tatsächlich diese Angst, das zu überwinden, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe aus einem gesicherten Angestelltenverhältnis mit einem relativ guten Einkommen als Ingenieur in die Selbstständigkeit, die total ungewiss ist. Weil es gibt ja so gesellschaftliche Vorstellungen irgendwie und dann fragen dich natürlich alle, was ist denn mit dir los? Du kannst doch nicht deinen Job kündigen und dich selbstständig machen. Und davor hatte ich, glaube ich, am meisten Angst. Ich hatte das Finanzielle, hatte ich mir vorher ausgerechnet. Ich sag mal, wenn man sich was anspart, man kann sich ja seine Ausgaben irgendwie ausrechnen, so habe ich das gemacht und hatte mir dann was angespart, was ungefähr für ein Jahr reichen würde. Okay. Ja, oder man kann ja auch ein halbes Jahr, je nachdem, was ihr denkt, ne, aber ungefähr so, dass es für ein Jahr reicht. Und dann habe ich mir einfach nur beim finanziellen Risiko gesagt, was ist denn der Worst Case? Der Worst Case, ich verdiene ein Jahr lang nichts mit der Selbstständigkeit und habe meine ganzen Ersparnisse aufgebraucht. Und dann war das Experiment gescheitert und dann muss ich mir halt was anderes überlegen. Aber das war so für mich dann der Worst Case, den ich mir überlegt hatte und habe mir gedacht, ey, das ist ja gar nicht so schlimm. Und dann war es eigentlich nur diese Überwindung im Kopf zu sagen, ich mache das jetzt und gehe gegen diese gesellschaftliche Norm und mache das,
auf eigene Rechnung. Auf eigene Rechnung. Und genau, aber das, ich sag mal, dieses Finanzielle, das weiß ich nicht, habe ich, also wenn man sich das realistisch betrachtet, war das echt lächerlich eigentlich. Und dafür, dass man seinen Traum oder irgendwie was verwirklichen kann, wofür man brennt, ist das eigentlich ein sehr, sehr geringes Risiko. Zumal, wenn man eh schon nebenberuflich was verdient, ist die Chance relativ gering, dass man ein Jahr lang danach überhaupt nichts verdient. Ne? Und, das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, der einem auch viel Rückhalt und viel Planungssicherheit vielleicht nochmal gibt. Genau, ja. Dann vielleicht schon die Empfehlung fürs nächste Jahr hast oder Vorbuchung oder irgendwas, wo du schon so ungefähr weißt. Genau, genau. Ja. Miete ist abgedeckt oder sowas. Richtig, ne? Dass genau. Dass du in dem Bereich schauen kannst. Ja, genau. Gut, welchen Tipp würdest du vielleicht sonst noch jemandem mit an die Hand geben, der jetzt sagt, okay, das könnte für mich in Frage kommen, nicht auf Fotografie bezogen, sondern generell diese Selbstständigkeit neben dem Hauptberuf erstmal mit der Vision, Hobby zum Beruf machen oder Leidenschaft zum Beruf machen? Genau, also ich würde es erstmal nebenberuflich machen tatsächlich und man muss das ja alles nicht übers Knie brechen. Ich würde sagen, macht das nebenberuflich, schaut, wie es läuft und dann guckt man einfach. Wenn ihr merkt, okay, mit der nebenberuflichen Tätigkeit schaffe ich schon, ich weiß nicht, 70-80% meiner Kosten monatlich zu decken. Oder 90% sogar schon, dann ist es vielleicht so ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt sollte ich es vielleicht dann doch probieren, weil also bei mir war es so, ne, ich habe das dann abends alles gemacht, die Arbeit, und als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, hatte ich so viel Zeit auf einmal, ich habe gedacht, so, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag erstmal, weil man ja das so gewohnt war, nach der eigentlichen Arbeit dann noch für sein Unternehmen zu arbeiten. Und genau, also erstmal nebenbei arbeiten und ich sag mal einen Kundenstamm vielleicht aufbauen oder einen Ruf aufbauen, das würde ich machen. Und dann gucken, wie sind die Umsatzzahlen, würde das theoretisch schon fast reichen, es muss ja nicht komplett reichen, aber ja, und so bin ich eigentlich vorgegangen und habe dann gesagt, gut, jetzt ist es soweit und jetzt kann ich das machen. Und lasst euch da ruhig Zeit, also es muss, ihr könnt euch ja ein Jahr dafür Zeit lassen, 2 Jahre, das ist je nach Branche ja auch unterschiedlich, wie schnell das wächst, und bei manchen, die geht das nach einem halben Jahr, ne? Also von daher einfach entspannt bleiben. Nicht zu schnell Risiko gehen, aber schon Risiko gehen, das sollte man schon machen. Aber jetzt nicht sagen, okay, ich habe mir jetzt eine Kamera gekauft, ich mache mich morgen selbstständig, ne, so zum Beispiel. Also das macht keinen Sinn, weil du dann wahrscheinlich auf die Schnauze fällst. Die Wahrscheinlichkeit wird hoch sein. Ja. Genau, ja. Also okay. Das wäre so mein Tipp, wie ich es halt gemacht habe. Ich kann es ja nur sagen, wie ich es gemacht habe, genau. Ja. Okay, gibt es vielleicht einen Moment, wo du in der letzten Zeit, so in den letzten 2,5 Jahren gesagt hast, ach du Scheiße, wie soll ich denn jetzt das schaffen oder so, wo du mal wirklich sag mal, voll auf die Nase gefallen bist? Gibt es da sowas? Oder? Ja, was heißt auf die Nase gefallen? Also solche Momente gibt es irgendwie gefühlt immer mal wieder, wo du sagst, oh, was ist denn jetzt? Weil es teilweise echt so ein Hoch und Runter ist mit den Aufträgen. Aber ich hab letztes Jahr selber geheiratet, auch im Mai, und da hatte ich halt dann natürlich keine Aufträge angenommen, zum Beispiel im Mai, weil ich da, ne, selber mit unserer Hochzeit und danach ein bisschen Urlaub. So, und dann war es aber vorher so, hatte ich mir zu wenig Rücklagen gebildet, beziehungsweise kamen noch ein paar mehr Ausgaben dazu. Okay. Und dann wurde es natürlich immer weniger, die Rücklagen, und dann denkst du dir so, Mist, du hast da ja erstmal jetzt keinen Job. Da muss man dann schon mal schlucken so ein bisschen, aber okay, da muss man einfach sagen, okay, ich weiß, danach habe ich wieder die Aufträge und ich muss jetzt diese Zeit irgendwie überbrücken. Aber das war schon, wo ich dachte, jetzt hatte ich ein paar schlaflose Nächte, wie machst du das? Aber das ist ja dann meistens so tatsächlich. Muss ich lernen, oder ich habe es immer noch nicht wirklich gelernt, aber meistens ist es so, wenn es ganz schlecht läuft oder man denkt, oh, jetzt gerade ist echt schlecht, nächsten Tag kommt ein Anruf und das ist der geilste Anruf, den es gibt, und du bist so glücklich, weil dieser Kunde dann anruft und so einen geilen Auftrag hat. Und also manchmal ist es echt Hoch- und Talfahrt. So. Genau, ja, also das war, da war schon ein Moment, wo ich dachte, oh, jetzt wird's aber schon, könnte es eng werden, aber dann, ja. Ja, super. War halt doof geplant von mir. Ne? Also mit unvorhersehenen Ausgaben, klar, aber ja, eigentlich war es meine Schuld dann im Endeffekt, ja. Okay. Ja, gut, ja. Also manchmal ist es auch schwierig, vorher planen. Gerade die unvorhergesehenen Ausgaben, dann ist vielleicht doch nochmal die Steuernachzahlung höher, als man denkt und so weiter. Genau, ja. Das passiert halt dann einfach. Richtig, aber daraus lernt man dann. Ne? Also fürs nächste Mal. Super. Okay, ja ansonsten danke ich dir schon mal fürs Zuschauen. Ich denke mal, es werden vielleicht ein paar Fragen aufkommen bei unseren Zuschauern. Ja. Falls ja, bitte unten in die Kommentarbox schreiben. Genau. Florian ist da aktiv, ich natürlich auch. Und
Ja, ja, ansonsten cool. Gibt es auch ein Interview mit mir bei seinem Kanal, genau, wo es einfach darum geht, für Fotografen, für ja, oder Selbstständige in dem Bereich, was zum Beispiel ein Kunde für Anforderungen hat, was man da beachten könnte, sollte, wenn man sein Geschäft erweitern kann. Also falls du dich für den Bereich interessierst, wäre es natürlich auch relevant. Genau. Und, ja, also wir haben über Online-Shop-Bilder gesprochen und sowas. Und also wer da irgendwie da nochmal ein paar Infos sich holen möchte, der kann da gerne in dem Video nochmal gucken. Ja. Genau. Ja, ansonsten genau. Jeder Photoshop und Fotointeressierte generell wird da sehr wahrscheinlich glücklich werden. Genau, hoffe ich. Genau, sonst ja. Kurze E-Mail schreiben mit Themenvorschlägen. Ich denke, da wirst du auch empfänglich für Input ja, sozusagen. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja, super. Ja. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt zur nebenberuflichen Gründung, wie gesagt, unten rein, lasst ein Abo da bei uns. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bei ihm natürlich sowieso. Und ja, ansonsten freuen wir uns über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat natürlich. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, danke auch und bis bald. Ciao. Ciao.